heutigen Opening Night läuft Oliver Stones Film Savages. Dieser Action-Thriller handelt von einem kalifornischen Trio, das ein Drogengeschäft betreibt, welches sehr lukrativ ist. Als sich die mexikanische Mafia am Business beteiligen will, gerät das Ganze total außer Kontrolle. Jedes erfolgreiche Geschäft hat eine Entstehungsgeschichte. Ben hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen in Botanik. Das ist das beste Cannabis der Welt. Wissen Sie, um was es in diesem Film geht heute Abend? Also ganz ehrlich, nein. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Also ich freue mich jetzt auf John Travolta. Ich freue mich auf den Film. Ich habe nur gehört, die Nadia hat mir gesagt, der ziemlich brutal sein soll. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht immer, was für ein Film was es ist. Ja, um ganz viel Mafia, Kiffen, Drogen, Kartell. Sehr gute Schauspieler, super Regisseur. Drogen, Kriminalität, Geheimnisse, Liebe. Die wichtigen Themen sind wohl drin. Nein, überhaupt. Ich lasse keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Also im Prinzip geht es um ein lukratives Drogengeschäft, das total außer Kontrolle gerät. Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie überhaupt keine Kontrolle hatten über die Situation? Ja, ich würde sagen, ich habe nie die Kontrolle, ja. Mein Leben ist etwas, was kontrolllos ist, obwohl ich es sehr gerne möchte, immer die Kontrolle haben, aber ich schaffe es nicht. Ich bin immer ein Control-Freak gewesen, werde es immer bleiben. Ich habe immer alles unter Kontrolle. Super. Im Film geht es darum, dass eine mexikanische Mafia Kontrolle über ein kleines Unternehmen ausübt in Kalifornien. Auf wen haben Sie Einfluss oder auf wen können Sie Einfluss nehmen? Im Leben, im Business, in der Familie? Ja, sicher nicht auf meine Frau, weil sie nimmt Einfluss auf mich. Aber ich habe ein Unternehmen und habe natürlich da einen gewissen Einfluss auf meine Mitarbeiter. Ja, ich hoffe, am schwierigsten Ort, das ist nämlich zu Hause. Draußen in der Welt ist es einfach im Beruf, aber zu Hause, wenn man dort Einfluss hat, dann hat man es geschafft. Ja, das gibt es immer wieder im Leben, dass etwas nicht ganz so läuft, wie man das gerne hätte. Aber ich sage immer, das Wichtige ist, das darf schon mal passieren, dass etwas schief läuft. Aber man sollte die Lehren daraus ziehen und es sollte nicht zweimal passieren. Ich kenne jetzt Ihre Schwäche. Oh mein Gott. Ich würde auf den Deal eingehen anstelle der Enthauptung. Die haben unsere Freundin entführt. Ich werde alles machen, um sie da rauszuholen. Du hast auf einen Agent eingestochen. Du kommst in mein Haus? What do you prefer, entertaining the crowd or like conveying a message? I prefer to make a movie that does both. It has a little brains to it and intelligence, but at the same time it has a thinking man's action movie, right? Yeah, exactly. So what's the message here? There's no message. The message is what you feel. Okay. That's a fun movie. It's a nice, nice movie. Checkst du nicht, dass ich Kameras in der ganzen Hütte habe? Erst mache ich dich und deine Töchter kalt, dann fackel ich das Haus ab. Did you ever lose control? Because that's what you do in the movie, while flying. No, never lose control while you're flying. It's very important. Nach dem Film wollten wir von den Gästen wissen, was sie vom Film halten. Hier folgt das Fazit. Ja gut, es war schon ein bisschen eine Schlachtplatte und ehrlich gesagt, der Film gibt nicht so eine gute Laune. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es alles so hoch oben, so ein bisschen Kokain-Drehbuch, würde ich dem sagen. Ein Fehlgriff, muss ich wirklich sagen. Als Eröffnungsfilm eines Festivals, das ja doch auch eine Kulturbotschaft haben will und eine Auseinandersetzung mit der Filmkunst sein will, sorry, ein Fehlgriff. Ja, das war ein spezieller Film. Ich glaube, nicht so diplomatisch. Das war sehr diplomatisch. Doch, es war ein Erlebnis. Also ich bin schon aus anderen Filmen anders rausgelaufen. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Es ist ein brutaler Film, aber ja, das gehört auch zum Kino, brutale Szenen. Aber finden Sie wirklich, es war nötig, so viel Gewalt zu zeigen? Ja, natürlich, also für das ist das Kino auch da. Das Kino soll nicht nur Liebesszenen zeigen, es soll auch Gewalt zeigen. Es ist immer schwierig, Filmkritiken zu geben, aber ich mache es möglichst kurz, brutal, gut.